Als Lobo-Preisträger? Ja, ich finde es sehr cool und wir haben das halt einfach mal in der Jugendgruppe ausprobiert und jetzt haben wir hier gewonnen und ist sehr cool. Großartig, super, Hammer, hätte ich nicht gedacht. Und halt mal deine beiden Hunde hoch, ist ja echt geil. Ja. Was stellst du dir denn hin, wenn du nach Hause kommst? Ja, meine neuen DVD-Stützen. Und wie bist du auf die Idee gekommen, Mutter, Vater, Kind? Also ganz inspirativ war so eine PlayStation-Werbung, in der quasi die Botschaft war, das Spiel geht im Leben weiter und die wurde gesperrt, weil sie so grausam ist und genau das fand ich auch, als ich sie gesehen habe, dass es absurde Werbung ist, weil es meine Gegenwerbung ist und dachte mir, ja, was ist ernst, was ist Spiel im Leben und das muss man doch irgendwie so rüberbringen. Also es hat mich auch interessiert, so vom Thema. Also Easy Young TV ist super, muss man unbedingt sehen, also wirklich, ich habe keine Folge bis jetzt verpasst. Und wie viele gab es bisher? 2. Falsch. Ja, sowas hier. Also übrigens, so mache ich das auch immer, wenn ich eine Kneipe überfalle. Aber mal zu einem ganz anderen Thema. Für alle, die in der letzten Zeit viele Ostereier ausgepustet haben, wenn ihr jetzt noch so Muskelkater in den Backen habt, dann schaltet jetzt besser mal für 5 Minuten ab, denn wir zeigen euch jetzt einen Film, der auch beim Jugendfilmfestival gelaufen hat. Hier ist Bessem der Besen. Es war ein wunderschöner Tag am See. Oh! Fuck! Au! Und sie? Alles okay bei dir? War ein wunderschönes Mädchen. Ich bin Jack. Brenda. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie dachten, ihr Glück hält ewig. Doch das junge Glück war schnell verweht. Brenda, hol mir mal ein Bier! Hol dir dein Scheißbier doch selber! Dann kam er. Brenda! Er war kein Mann. Brenda! Er war keine Frau. Brenda, wo steckst du verdammt nochmal? Er war ein... Ist nicht das, was du denkst, Jack? Besen. Jack! Weißt du, ich kann das noch nicht. Das ist alles noch so neu, verstehst du? Ich muss weg! Lass deine verdammten Borsten von ihr! Wieso sagst du nichts? Jack, er ist doch nur ein Besen. Er ist nicht nur ein Besen. Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Brenda, es tut mir leid! Ich liebe dich! Es ist zu spät, Jack! Du musst dich entscheiden, Brenda! Er oder ich! Es tut mir leid! Nein! Besen, der Besen. Demnächst im Kino. Von den Sonderpreisen kommen wir jetzt zu den 3 Hauptpreisen der Jugendjury. Der 3. Preis ist dotiert mit 150 Euro und geht in diesem Jahr an folgende Produktion. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hallo Brenda! Oh,
Was ist denn mit dem Besen passiert? Ja, ich kann es gar nicht fassen. Also ich muss euch das auch allen gleich erzählen. Es ist so, wir zwei sind wieder ein Paar und wir haben vor, mit dem Geld, das wir jetzt gewonnen haben, zusammen in die Flitterwochen zu fahren. Und ich bin euch echt wahnsinnig dankbar dafür. Dankeschön. Okay, ihr zwei, kommt mal her hier. Ja, da ist auch noch unser Schlittermann, der LG, der macht die Kamera und Mikro. Stimmt, ja. Hier ist auch der Dön. Gut, irgendwie. Ja, also, wie fühlt ihr euch als Preisträger? Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es immer noch nicht fassen. Unglaublich, Wahnsinn. Toll. Das ist ganz okay. Wer bekommt den Lobo? Der Lobo wird, denke ich mal, beim Philipp stehen, weil da drehen wir am meisten. Und ja, man sieht ihn dann immer in jedem Video. Cool. Okay, und wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen? Ich meine, Besen der Besen. Also auf die Idee gekommen sind wir vor 4 Jahren eigentlich. Wir wollten auf YouTube irgendwas machen, haben aus Amerika Videos gesehen, die uns sehr gefallen haben, dachten, wir wollen auch sowas machen. Und zwar auch stinklangweilig in unserer Kleinstadt, da kann man nicht viel machen in dem Alter. Gut, dann haben wir uns eine Kamera geschnappt und einfach drauf losgefilmt, ja. So ging's los. Okay, und der Hund ist ja jetzt dein neues Lovertierchen. Wird er denn dann im nächsten Film auch mitspielen? Das muss ich mir noch überlegen, ob er brav ist und mich nicht beißt, aber ich finde ihn schon ganz sexy, also auf jeden Fall sexier als den Besen. Ja genau, wann kommt denn die Fortsetzung? Also darüber können wir eigentlich noch nicht so viel sagen. Wir würden eigentlich sehr gerne Fortsetzung machen, uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Im Moment schreien aber alle nach einer Fortsetzung von unserer Twilight-Sitcom und die, das kann ich schon mal sagen, euch. Er ist doch nur ein Besen. Er ist nicht nur ein Besen. Ja. Wenn ihr mehr über den nicht nur Besen und YTT erfahren wollt, klickt einfach unter www.y-tiity.de rein. Yes. Genau. Und damit zu unserer nächsten Rubrik, zu den. Es folgt nun ein Veranstaltungstipp. Und zwar am kommenden Montag, das ist der 12. April, gibt es in der Kofferfabrik mal wieder die offene Bühne. Dort können Bands ihre eigenen Songs vorstellen. Und ja, schaut einfach mal ab 20 Uhr rein. Der Eintritt ist frei. Außerdem ist am Samstag, den 14. April, ab 16 Uhr im Z9, also in der Theresienstraße 9, der Basement. Dort legt ein DJ auf und ihr könnt euch Costume Spikes der Southside Rollers anschauen. Nähere Infos gibt's unter www.con-action.net. Und zu guter Letzt, diesen Sonntag sind Unprinted im Planetarium in Nürnberg ab 20 Uhr mit ihrem Konzert und ihre Musik ist so eine Mischung aus Rock, Pop und Indie. Ja, leider ist das Konzert am Samstag schon ausverkauft, deswegen schaut, ob ihr noch Karten für Sonntag bekommt. Ja, reinschauen, lohnt sich. Und jetzt kommt noch Epo mit einem Interview.